Wir sind in der Holzbranche bzw. in der Forstbranche unterwegs. Unsere Schwerpunkte liegen beim Aufgabenbereich Baumfällungen, Rodungen, forstliche Dienstleistungen, landschaftspflegerische Dienstleistungen und die Herstellung bzw. der Handel von Energiehölzern. Wir sind derzeit mit ca. 10 Mitarbeitern beschäftigt und setzen dazu sehr viele Maschinen, unter anderem halt Mobilbagger, LKWs ein und diverse Sprinter und Personenwagen. Für diese Maschinen haben wir halt nach einer Möglichkeit gesucht, diese auch irgendwo besser zu kontrollieren, einzusetzen und auch das Ganze kosteneffektiv zu gestalten und sind dabei auf die Drive-and-Track-Lösung von Fleet Compete gestoßen. Insbesondere haben wir das gemacht, um dem Diebstahlschutz irgendwo gerecht zu werden und damit die Maschinen nicht zu ungewollten Zeiten sich bewegen und eventuell unseren Einsatzkreis verlassen. Wir haben es gemacht, um im Endeffekt auch genauere Abrechnungen zu erstellen, einen Nachweis gegenüber dem Endkunden zu haben, welche Arbeiten wann und wo erledigt worden sind. Wir können Maschinen effizienter einsetzen, wir können Routen etwas besser planen und nachvollziehen und wir können letzten Endes auch mal zurückverfolgen, was gemacht worden ist und welche Stunden sind dafür gebraucht worden. Also eine Art Nachkalkulation der Baustellen, um halt auch effizienter zu werden. Ich muss nicht mehr telefonieren, bist du an dem Standort, bist du an dem Standort. Es war halt mehr Aufwand, dadurch, dass halt sehr viel Papierlösungen gebraucht wurden und dass sehr viele Informationen manuell zusammengetragen werden mussten. Es ist einfach nachher eine Zeiteinsparung und eine Sicherheit, dass man gewisse Daten hat, die man dann letztendlich nutzen kann.